Grüße euch in mein Tageshoroskop am 1. August 2017. Die alten arabischen Astrologen empfehlen uns für den heutigen Tag, und das ist die Mondbewegung, wenn wir etwas befestigen möchten und es soll haltbar sein, dauerhaft sein, dann sollen wir jetzt beginnen. Aber wir sollen noch keinen Vertrag unterschreiben. Und dieser Vorteil haben die Skorpiongeborenen, die Fischengeborenen, die Krebsgeborenen, die Stiergeborenen und die Jungfraugeborenen. Etwas scheint noch unklar zu sein oder sind noch Unsicherheiten da und man soll orientieren, soll man Klarheit bekommen und etwas überprüfen lassen. Das sollen Sie beachten, die Wiedergeborenen und die Zwillingsgeborenen. Eine gewisse Einschränkung verspüren die Löwengeborenen und die Wassermanngeborenen. Unerwartete Ereignisse beeinflussen die Geschehen und damit können die Schützengeborenen rechnen, also nicht sofort handeln, sondern abwarten die Einflüsse von außen in die kommenden Tagen und erst spontan reagieren oder aktiv sein. Einschränkungen in einer rechtlichen Lage oder die Ungerechtigkeit beeinflusst bedrückt die Wagengeborenen und die Steinbockgeborenen. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion, aber übergeht in Tierkreiszeichen Schütze. Im heutigen Tag wirkt noch den Sternbild Krone. Und diese Krone gehört zu Ariadne. Ariadne war die Braut von Weingott Dionysos. Und diese Krone oder dieser Haarschmuck war die Hochzeitsgeschenk von Aphrodite. Und das beeinflusst auf unseren heutigen Tag, das kann ein festlicher Anlass sein, eine Verlobung, eine Hochzeit, eine Einladung, eine Überraschung, ein Geschenk. Damit können Sie die Skorpiongeborenen rechnen, die Krebsgeborenen und auch die Fischengeborenen. Mond bewegt sich weiter und kommt in Verbindung zu dem Sternbild Schlangenträger. Dieser Schlangenträger ist der Sohn von Apollo, von dem Sonnengott. Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlische Arzt. Und dieser Asklepios hat ein Kind gerettet. Und dieses Kind ist ein Honigtopf reingefallen. Und dann kamen zwei Schlangen. Der eine Schlange trägte Gift in sich. Und die anderen Schlange, die Heilkräuter. Asklepios hat eine wichtige Entscheidung getroffen und hat die Schlange gewählt, was die Heilkräuter gebracht hat. Und mit diesem Heilkräuter hat das Kind gerettet. Das hat eine symbolische Bedeutung. Die Lüge kommt oft honigsüß. Und wenn wir das glauben, dann fallen wir auch in einen Honigtopf rein und brauchen wir auch Heilung. Also wir sollen achtsam sein und auch berücksichtigen, dass wir wichtige Entscheidungen treffen, gerade im Leben. Das trifft natürlich in erster Linie die Schützengeborenen, die Wiedergeborenen und die Löwengeborenen. Und wie trifft das alles die einzelnen Tierkreiszeichen? Im Tierkreiszeichen Skorpion geborenen sind kleinere Veränderungen gerade. Es gibt viele Skorpion geborenen, wo ihre Kraft, ihre Energie in häuslichem Bereich einsetzen, weil sie verändern zu Hause etwas oder sind gerade in Renovierung oder bei einem Umzug. Die Skorpion geborenen treffen auch wichtige Entscheidungen. Und sie sollen an ihren inneren Stimme, ihren Gefühl hören, weil das ist gerade die beste Ratgeber. Sie fühlen sich noch unsicher oder haben Angst vor einer Veränderung. Sie sollen diese Unsicherheit überwinden. Eine gute Nachricht, ein wichtiges Gespräch oder ein Termin oder ein Vertrag ist schon unterwegs. Und ein Geschenk, eine Überraschung erwartet auf jeden Fall die Skorpiongeborenen.
Bei Tierkreiszeichen Schützen geboren, die haben Ziele, sie haben mehr Orientierung, auch Mut und Kraft. Und sie können das alles bewältigen. Aber kommen Einflüsse von außen in die kommenden Tagen und damit rechnen gar nicht die Schützengeborenen. Also sie können noch gar nicht planen, sondern lieber abwarten, was für Einflüsse kommen von außen und dann spontan handeln. Ein Gespräch kann unangenehm sein, kann auch bedeuten, dass die Schützengeborenen auf ein Nachricht warten und es kommt noch nicht. Aber das dreht sich wieder. Bei Tierkreiszeichen noch zurück zum Schützengeborenen. Die Schützengeborenen fühlen sich ein bisschen eingeengt momentan und sie brauchen Lebensfreude, weil das gibt die Kraft und eher abwarten, was für Einflüsse in die kommenden Tagen kommen und das natürlich begünstigt wieder und befreit auch die Schützengeborenen. Bei den Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen kommt etwas in Form. Was die Steinbockgeborenen aus dem Gleichgewicht bringt, das ist eine rechtliche Lage oder die Ungerechtigkeit. Und das sollen die Steinbockgeborenen in Ordnung bringen. Bei vielen Steinbockgeborenen ist ein wichtiges Thema die berufliche Situation und da möchten sie etwas verbessern, verändern. Was Kraft gibt gerade für die Steinbockgeborenen, das ist die Lebensfreude. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist wichtige Thema die Liebe, Partnerschaft, aber auch die berufliche Situation. Heute verspüren eine gewisse Einschränkung, aber in den kommenden Tagen kommen andere Einflüsse und es wird die Wassermanngeborenen begeistern. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist eine gewisse Wandlung oder Reinigungsprozess oder Heilprozess. Sie verlassen langsam diese Energie und die fängt eine neue Einfluss kommen und das ist die Liebe, Partnerschaft und das möchten die Fischengeborenen befestigen. Das kann schon sein, dass die erste Begegnung kommt und das wird ein wichtiges Thema sein, eine feste Partnerschaft. Und heute sind die Einflüsse sehr schön von außen, also die Fischengeborenen können auch mit einer Überraschung rechnen. Bei Entscheidungen ist wichtig, dass die Fischengeborenen auf ihren inneren Stimme hören. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist wichtiges Thema das Ansehen, zeigen, dass sie ihren Ziel erreichen, aber auch die Berufung, die Erfolg. Und bei vielen Wiedergeborenen sind es Umbrüche und Veränderungen. Die Chancen, Möglichkeiten sind da. Auch die Klarheit, die Orientierung, auch die Kraft ist da. Aber heute sind Einflüsse von außen, das verunsichert die Wiedergeborenen. Oder sind noch Unklarheiten da. Das muss noch überprüfen und lieber abwarten und die kommenden Tage kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung und eignet sich besser für einen Neuanfang. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig die Sicherheit, Stabilität und den beruflichen Erfolg. Und da sollen die Stiergeborenen aktiv zu sein, Kontakte suchen. Weil diese Gespräche, diese Kontakte helfen weiter die Stiergeborenen. Es ist auch möglich, dass eine Einladung kommt oder dass die Stiergeborenen jemand beschenken. Und es ist wichtig auch die zwischenmenschlichen Kontakte, weil das hilft weiter auch bei beruflichen Situationen. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein wichtiges Thema die zwischenmenschlichen Kontakte. Und da fühlen sie die Zwillingsgeborenen ein gewisse Grenzen. Das kann bedeuten, dass die Zwillingsgeborenen sollen jemand Grenzen setzen, weil die fühlen sich ausgenutzt oder haben das Gefühl, die Verpflichtungen und davon, von diesen Bindungen, sollen die Zwillingsgeborenen sich gerade befreien. Bei den Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein Aufstieg. Dann kommen Kontakte, auch Freundschaften, neue Begegnungen. Und die nächste Zeit ist ein wichtiges Thema bei den Krebsgeborenen, die Liebe, Partnerschaft. Ein Geschenk ist zum Erwarten oder eine gute Nachricht ist auch unterwegs.
Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist die Selbstdarstellung sehr wichtig, Mut und Kraft zu zeigen. Aber vielen Löwengeborenen ziehen sich immer mehr zurück und versuchen auch die Zusammenhänge auch erkennen oder mal hinter den Kulissen zu schauen. Heute sind noch Einschränkungen da, aber in den kommenden Tagen kommt mehr Bewegung, mehr Aktivität und mehr Erfolg. Bei den Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen ist wichtig gerade die Werte, die Wertschätzung, aber auch das eigene Selbstwertgefühl und auch die Finanzen. In der nächsten Zeit sind viele Gespräche oder Kontakte oder Verträge sind zum Erwarten. Vielleicht nicht heute, aber es ist etwas in Bewegung. Ab morgen sind gewisse Einschränkungen da, aber auch heute sind noch Überraschungen oder Glück möglich. Bei Tierkreiszeichen Waagengeborenen ist wichtig die Sicherheit, Stabilität und Struktur. Wo hängt, das ist die Ungerechtigkeit oder eine rechtliche Situation, weil das bringt die Waagengeborenen aus dem Gleichgewicht. Aber wichtig ist zum Erkennen, dass ab morgen kommt auch Begeisterung und auch etwas in Bewegung. Und wichtig ist bei den Waagengeborenen die inneren Gleichgewicht behalten, weil das wirkt bei den Waagengeborenen Wunder, weil das gibt die inneren Kraft. Und das war mein Tageshoroskop. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass ich auch Beratungen anbiete und die Kontaktdaten werde ich gleich einblenden. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.